Was haben wir eigentlich hier? Eine leere Flasche haben wir noch. Dann noch den Passierschein. Haben wir sonst irgendwas hier drin? Noch mehr Weißbrot. Kann ich davon noch eins nehmen? Naja, eine wird der Besitzer schon noch entbehren können. Kann ich noch ein Marmeladenbrot machen? Solange ich nicht weiß, wozu ich ein weiteres Marmeladenbrot brauche, werde ich auch nicht unnötig mit diesem klebrigen Zeug in der Gegend rumlaufen. Okay. Ich habe gedacht, dem vielleicht noch ein Brot geben, vielleicht ist er dann noch hilfreicher. Machen wir die nochmal Licht an. So. Nur was machen wir jetzt? Die müssen wir irgendwie loswerden. Kann der mir vielleicht noch helfen? Puh, das war knapp. Gerade soeben noch die Menschheit vor dem furchtbaren Dr. Jekyll gerettet. Ja, vielen Dank. Jetzt ist das Arbeiten mit ihm deutlich entspannter. Ich schulde Ihnen was, wenn Sie also Fragen haben. Alles darf ich Ihnen leider nicht sagen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Klar, bin ja schon froh, dass ich mir überhaupt Ihre Arbeit hier ansehen darf. Eine Soldatin, die sich für die Wissenschaft interessiert, gibt's bestimmt auch nicht alle Tage, oder? Nein, und eine so schöne schon gar nicht. Oh, danke schön. Guck mal so an, Wissenschaftler. Was Sie hier machen, sieht ja unglaublich kompliziert aus. Ja, ist aber eigentlich ganz einfach. Die Pflanzenproben hier wurden einer Strahlung ausgesetzt, die der in der Tunguska-Region ähnelt. Die Dosis wurde erst einmal niedrig gehalten und dann immer weiter erhöht. Ich setze die Proben nun in diesem Kasten da drüben einer Flamme mit konstanter Temperatur aus und prüfe, ob was von der Pflanze übrig bleibt. Sie fackeln Grünzeug ab? Ja, so in der Art könnte man das sagen. Es gilt herauszufinden, ob ab einer bestimmten Strahlendosis der Schaden an der Pflanze nicht mehr zur absoluten Zerstörung der Zellstruktur führt. Hey, das habe ich sogar verstanden. Ich habe ja auch absichtlich 2/3 der Erklärungen weggelassen. Na toll. Da bin ich mal stolz auf meine wissenschaftlichen Fähigkeiten und Sie nehmen mir meine Illusionen gleich wieder. Tja, kann halt nicht jeder so ein Experte sein. Tunguska! Was genau sollen Sie eigentlich an unserem Zielort machen? Sie meinen in der Forschungsstation? Ja, genau die. Wissenschaftliche Assistenten sind scheinbar auch auf internationaler Ebene leicht auszufragen. Es geht also um eine Forschungsstation. Vielleicht kann ich ihm ja noch das eine oder andere Geheimnis entlocken. Was ist Ihre Aufgabe in dieser Station? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, sonst wäre die Anlage ja nicht geheim. So, so. Geheim ist sie also. Sehr schön, Junge. Nur weiter so. Ist schon klar. Aber vielleicht gibt es ja etwas, was nicht ganz so geheim ist. Ich habe zwar leider nur wenig Ahnung von Biologie und Chemie, aber faszinierend finde ich es schon. Ich kann da nur für das sprechen, was Dr. Lesniak und ich dort machen sollen. Klar. Wir haben da ja vor Ewigkeiten schon rausgefunden, dass es in der Region abnormales Pflanzenwachstum gibt. Ist kein Geheimnis, stand ja überall in der Zeitung. Klar, natürlich. Und nun versuchen wir, dieses Wachstum kontrolliert zu beeinflussen. Faszinierend. Und mit welchem Ziel? Darüber darf ich leider nichts sagen. Aber stellen Sie sich nur mal vor, man könnte das Wachstum von Pflanzen beliebig manipulieren. Das würde auf einen Schlag das Hungerproblem in der Welt lösen. Wow, das hört sich in der Tat nach einem großen Ziel an. Sehen Sie? Ja, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass das Militär das alles so geheim macht, nur um das Hungerproblem in der Welt zu lösen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Was ich noch fragen wollte... Moment, wenn Sie mich löchern, dann darf ich das aber auch. Oh ja, klar. Ist nicht persönlich gemeint. Also, warum werden da so viele Soldaten ins Sperrgebiet gebracht? Sperrgebiet? Ja, in die Forschungsstation und so. Ich meine, mit dem Material und den ganzen Leuten kann man ja einen kleinen Krieg führen. Ja, also, darüber darf ich leider nichts sagen. Ihr Wissenschaftler habt Anweisungen, wir haben die leider auch. Aha, verstehe. Ich erzähle Ihnen bereitwillig alles über unsere Experimente und kaum hab ich mal eine Frage, kommt sowas. Tut mir leid, ich würde ja gern was erzählen, aber ich weiß selber nur sehr wenig und was ich weiß, ist streng geheim. Ist nicht persönlich gemeint. Ja, ja, schon okay. Ich glaube, jetzt haben wir verkackt. Ich werde dann mal wieder meine Runde machen. Alles klar, bis später. Ach, scheiße. Hättest du nicht irgendwas erfinden können, Mädel? Ach, nimm mit. Solange Wissenschaftler im Raum sind, sollte ich nichts Wichtiges anfassen. Hättest du nicht einfach sagen können, du weißt es selber nicht? Du hast einfach nur Anweisungen bekommen. Mann, Mann, Mann. Ja, haben wir hier sonst noch irgendwas? Der ist beides eher. Kleiner Tisch und das Pröbchen, noch irgendwas. Die habe ich mir, glaube ich, schon im Nachmachen noch nicht angeguckt. Da fast, wenn ich ihn. Genau, so. Die hatte ich mir auch noch nicht angeguckt wieder. Da steht. Genau, so.
Den können wir immer noch nicht ansprechen, oder? Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Kann ich Sie... Solange Dr. Leschen hier... Aber... Von mir aus... Es ist aber... Nein! Nein! Oh, die Glühbirne hatte ich mir noch nicht genommen. Fällt mir gerade auf. Und mir kommt da auch gerade eine Idee. Das wäre aber irgendwie gemein. Kann ich die austauschen? Hihihi, jetzt wird der wach. Wir verstecken uns natürlich schnell. Wenn ich die Lampe anschalte, könnte der nette Kollege da aufwachen. Ich sollte mich besser vor ihm in Acht nehmen. Ach, welcher Schwachkopf hat das Licht angemacht? Wenn ich den erwische, werde ich wohl nochmal 15 Jahre in den Knast wandern. Naja, er wird sich bestimmt gleich wieder beruhigen. Zumindest hoffe ich das. Oh, cool. Tasche. Die Tasche mit den Medikamenten des Soldaten. Wenn ich an seine Beschreibung der Wirkung von Rizinusöl denke, wird mir jetzt noch schlecht. So, das Fläschchen Rizinusöl habe ich. Seine Schmuddelhefte und die dreckige Unterwäsche werde ich ihm gnädigerweise dalassen. Och, die Schmuddelhefte kannst du auch noch mitnehmen. Kein Problem. Ich habe gerade... Einen Moment mal. Geht nicht. Kann ich... Das wird mit Sicherheit ein durchschlagender Erfolg werden. Mir fällt gerade auf, dass ich seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen habe. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was davon abbeiße. Das wäre, glaube ich, nicht so prickelnd. Ich glaube nicht, dass das für den hier sein wird. Ich glaube, das ist wieder für den Doktor. Noch ein Marmeladenbrot für mich? Das ist ja schon fast zu viel des Guten. Vielen Dank. Oh, mir geht's nicht so gut. Scheinbar habe ich das Marmeladenbrot etwas zu hastig runtergeschluckt. Alexei, mach bitte hier weiter und sag sie Dorkin Bescheid, sobald du ein entsprechendes Ergebnis hast. Ich werde das mal wohin geben. Und zwar schnell. Ganz schnell. Aber schnell! Bevor es hier noch braune Flecken gibt. So, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Nö, ich habe ja auch noch ein Weißbrot. Weißbrotdiebstahl im großen Stil? Dafür fehlen mir die entsprechenden Abnehmer. Außerdem sind die Preise auf dem Schwarzmarkt derzeit im Keller. Ah, dann lassen wir sie lieber liegen. Hallo! Kann ich noch mal kurz stören? Momentan ist es schlecht. Ich muss das hier erst einmal fertig machen. Boah, Mann, Mädchen, du hast es echt versaut. Kann ich das Ding jetzt nehmen? Da fasse ich... Nein. Kann ich bei dem jetzt irgendwas machen? Ja? Entschuldigen Sie die... Solange Doktor... Aber... Von mir aus kann... Es ist aber wirklich... Nein! Nein. Kann ich die da oben jetzt wieder reintun? Nein. Ich riskiere es mal. Nochmal sollte ich den Kerl besser nicht wecken, sonst dreht er noch komplett durch. Wäre aber lustig. Ach, die Karte. Hatte ich mich schon geguckt? Scheint eine strategische Karte der Tunguska-Region zu sein. Die Pfeile sehen aus wie Truppenbewegungen. Kann mich aber auch irren. Ja, die konnten wir ja nicht mitnehmen. Der Typ kann man... Wenn er schläft, sieht er richtig friedlich und harmlos aus. Den sollte ich besser nicht wegfeilen. Ja, das hatten wir auch schon. Ist hier jetzt irgendwas? Nee. Ist auch nichts Neues aufgetaucht, nein. Topf mit Abführmarmelade, hört sich auch geil an. Und jetzt? Jetzt erstmal speichern. Hier kann ich auch noch nichts Neues machen. Nee.
Wissenschaftlicher Assistent. Ja, das mit dem Schimpfwort. Ja. Hier, lass mir mal eine Leuchte aufgehen. Geht nicht. Nein. Schmeiß ihn ab. Ruf ihn an. Mein Gott. Geht gar nichts. Kann ich das Ding verbrennen? Nee. Keine Ahnung, was man mit dem... Einschmelzen. Oh, Forschungsstation in Tunguska. Transsibirische Eisenbahn. Nina konnte einige sehr interessante Dinge herausfinden. Scheinbar wurde in der Tunguska-Region eine geheime Forschungsstation errichtet. Man hat dort nämlich festgestellt, dass bei zahlreichen Pflanzen das Wachstum völlig außerhalb jeglicher Norm ist. Nun versuchen die Wissenschaftler, diese Veränderung nachzuvollziehen und zu reproduzieren. Aber was hat Ninas Vater damit zu tun? Und was haben die... Scheiße, jetzt hab ich einen Witz versaut. Scheiße, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Was haben die Aminati damit zu tun, wollte ich eigentlich sagen. Scheiße, Witz versaut. Oder Aminati? Nee, Aminati ist falsch. Hä? Scheiße! Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Mein Gott. Ich dachte gerade an Daniel Aminati, weil der auch immer darüber gesprochen hat. Scheiß drauf. Ist jetzt weg. Witz ist versaut. Muss das sonst irgendwas sein? Hier kann ich immer noch nichts machen. Wissenschaft. Nein. Hä? Kann ich das Ding jetzt nehmen? Die sind durch Schnappschlüsse. Moment. Die sind durch Schnappschlüsse. Wäre auch keine gute Idee. Zweimal. Nee. Die Tasche mit den Medikamenten, das soll... Ja, das hatten wir auch schon. Die Landschaft sieht... Kann ich nichts mitmachen? Nein. Kann ich wieder mitnehmen? Ja. Nochmal sollte ich den Kerl besser nicht... Kann ich mit der anderen Glühbirne jetzt wieder hinten was machen? Nö. Hä? Hä? Da stehen chemische Formeln drauf. Okay, das geschieht sie jetzt immer noch nicht. Da kann ich immer noch nichts dran machen. Da fasse ich nicht. Nein, schlecht für die Frisur. Der Tisch des... Ich weiß, ich wiederhole mich mit meinen Versuchen, aber... Komm, red mit mir. Verdammt nochmal. Kann ich nochmal kurz stören? Momentan ist es... Nee. Kann ich irgendwie Rizinusmarmelade abfüllen? Nee. Die Glühbirne da rein? Nein. Wasser abfüllen? Ah! Viel passt nicht in die Flasche, aber besser als nichts. Verflüssigen? Nee. Oh, mir schwein Übles. Oh, ein bisschen nein. Flüssigkeit sollte ausreichen. Wenn hier alles unter Wasser steht, fällt das sonst zu sehr auf. Ist ausgerechnet, jetzt fliegen hier die Sicherungen raus. Oh. Ich muss die Sicherungen wieder reindrehen. Passen Sie bitte so lange hier auf, dass keiner irgendwas anfasst? Klar, kein Problem. Danke. Ich werde ganz genau darauf achten, dass keiner hier irgendwas berührt. Keiner außer mir. So, nehmen wir uns jetzt mal das Glas mit. Was ist denn das? Ich hol die Probe mal aus dem Glas.
keine Ahnung, von was für einer Pflanze das ist. Okay, einfach nur eine Pflanzenprobe also. Was haben wir hier? Erinnert mich an meinen Chemieunterricht. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Da lasse ich lieber die Finger davon. Okay. Gibt's sonst irgendwas hier?